ob man das Wesen des Christentums gerade hier finden wird? Viele Europäer haben das Christentum ja abgeschrieben. Sie haben den Kirchen den Rücken gekehrt. Sie identifizieren Christentum mit Bürokratie und Pomp, mit Lehrdiktat, Sexual- und Frauenfeindlichkeit. Hier im katholischen San Salvador gibt es all dies natürlich auch. Aber hier drunten, im Elendsviertel La Chacra, wo etwa 20.000 Menschen in armseligen Behausungen leben, ist das Christentum für viele eine große Hoffnung. Die Menschen hier identifizieren Christentum schlicht mit ihrem Seelsorger, dem Jesuitenpater Daniel Sanchez. Seit bald 15 Jahren kümmert er sich um alle leiblichen und seelischen Sorgen dieser Menschen. In einer Zeit des absoluten Priestermangels hat er von der Basis her ein lebendiges Gemeindeleben aufgebaut. Mit einer ganzen Reihe kleiner Teams für Gottesdienst, Gesang, Katechese, Nachbarschaftshilfe aller Art. Iglesia Popular, Volkskirche, wie sie in ungezählten Slums und Dörfern Lateinamerikas lebt. Der Priester ist hier nicht der Pfarrherr in einer Zweiklassenkirche aus Klerus und Laien. Er ist vielmehr der Diener der Glaubensgemeinschaft. El Salvador gilt als das gewalttätigste Land des Kontinents. Jeden Tag werden Menschen ermordet. Aber dieser Pater braucht keine Angst zu haben, denn er steht in ständigem Kontakt mit all den Menschen hier, die ihn schätzen und lieben. Natürlich ist auch diese Gemeinde heilfroh, dass sie noch einen Pfarrer hat. Ohne seine Inspiration, Koordination, Leitung, manchmal auch Vermittlung, wäre vieles nicht möglich. Er und die Seinen versuchen, angesichts einer Kultur der Gewalt, eine Kultur der Gewaltlosigkeit, der sozialen Gerechtigkeit und des Friedens zu verwirklichen. Heute wird Muttertag gefeiert und deshalb werden die Mütter besonders begrüßt und gewürdigt. Die Liebe der Mütter sieht der Prediger im Lichte der Liebe Gottes selber, der uns, das erregt hier keinen Anstoß, Vater und Mutter in einem sei. Vieles erinnert an das Urchristentum. Wie bei Paulus in Korinth haben in diesem Gottesdienst alle etwas zu sagen. Frauen erzählen von ihren Erfahrungen und lesen die biblischen Schriften, als wären sie an sie geschrieben. Sie erkennen sich wieder in den urchristlichen Gemeinden. Hier schweigen die Frauen nicht in der Gemeindeversammlung, wie es in einer unechten Paulusstelle heißt, sondern haben selbstverständlich das Wort. Alle beten und singen zusammen und feiern das Abendmahl, eine Kirche, die sich als Volk Gottes versteht. Aber zugleich ist hier allen klar, der christliche Glaube muss praktische Konsequenzen haben. Er darf keinesfalls Unterdrückung und Ausbeutung rechtfertigen, sondern muss sie zu überwinden trachten. Gottesdienst und Menschendienst, Liturgie und soziales Engagement gehören zusammen. Doch
Wer in der Zeit der Militärdiktatur auf soziale Reformen und Menschenrechte drängte, war gefährdet und musste selbst am Altar um sein Leben fürchten. Ein Fall stellvertretend für viele, der Erzbischof von El Salvador, Oscar Romero. Er war im kirchlichen Establishment groß geworden, aber die ungeheure Not der Menschen machte ihn zum engagierten Verteidiger der Rechte seines unterdrückten Volkes. Dafür musste er am Altar mit dem Leben bezahlen. Wenn man hier an der Stelle steht, wo direkt aus dem Auto Monsignor Romero am Altar erschossen wurde, dann wird einem rasch bewusst, um was es im Christentum geht. Man könnte natürlich auch den protestantischen Theologen Dietrich Bonhoeffer hier anführen oder den amerikanischen Bürgerrechtler und Pastor Martin Luther King oder den polnischen Priester Pobieluszko. Gemeinsam ist ihnen allen, sie waren überzeugte Christen, sie haben sich ohne Gewalt für ihre Mitmenschen eingesetzt und sie sind alle mit brutaler Gewalt erledigt worden. Damit sind sie allerdings auch dem ähnlich geworden, der für sie in ihrem Leben, Leiden und Kämpfen das Leitbild war, Jesus von Nazareth. Und Sie sehen, das führt nun unmittelbar zum Zentrum. Was ist denn eigentlich das Wesen des Christentums? Das Wesen des Christentums ist nicht, wie manche meinen, irgendeine große Theorie, eine Weltanschauung, irgendein kirchliches System, sondern das ist schlicht und einfach dieser Jesus Christus. Und ein Christ ist, wer auf seinem ganz persönlichen Lebensweg, und jeder Mensch hat seinen eigenen Weg, wer versucht, sich an diesem Jesus Christus zu orientieren. Und im Grunde sollte keine Organisation, keine Institution, auch keine Kirche sich christlich nennen, wenn sie sich nicht wahrhaft in Wort und Tat auf ihn berufen kann. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass meine Freunde hier, 6 Jesuitenprofessoren, einmal im selben Ordenshaus, wo ich ihr Gast war, von einem Todeskommando brutal massakriert werden könnten. Keiner von ihnen wollte zum Märtyrer werden, es waren allesamt keine Asketen, sondern ganz normale Menschen, allerdings hoch engagierte Christen. Sie wollten schlicht ihr Leben nach Gottes Willen richten. Und das heißt, sich zum Wohl der Mitmenschen einsetzen, ganz in der Nachfolge des Gekreuzigten. Nicht Intoleranz, Hass, Gewalt predigen, sondern Offenheit für alle, Güte, Verzeihen, Solidarität üben. Gottes- und Nächstenliebe, den anderen lieben, wie man sich selbst liebt. Wäre Jesus in Galiläa, diesem entlegenen Winkel des römischen Imperiums, in hohem Alter eines normalen Todes gestorben, wären seine Sprüche, Gleichnisse, die sogenannte Bergpredigt, kaum überliefert worden. Denn die Kraft seiner Botschaft hat zu tun mit seinem dramatischen Schicksal hier in Jerusalem. Nein, nicht einen jüdischen Gottesstaat, auch keine Kirche, verkündigte Jesus, sondern das kommende Gottesreich mit seinen Verheißungen und Maßstäben. Jesu Botschaft und Praxis führen zur Konfrontation mit dem religiös-politischen Establishment, ein Konflikt auf Leben und Tod. Zu radikal seine Kritik an der überkommenen Religiosität und Machtausübung der Herrschenden. Zu liberal sein Umgang mit dem Gesetz, mit Sabbat, Reinheits- und Speisevorschriften. Zu skandalös seine Solidarisierung, ihn erbarmt des Volkes. Zu viel Nachsicht zeige er mit den Sündern. Der historische Konflikt einer historischen Gestalt.